es gab keinen, der sich da nicht drauf gefreut hat. Weil das einfach, ja, weil es halt einfach geil ist. So ein Finale, wo es sowieso einen besonderen Fokus gibt, dann noch gegen die, die wir sowieso immer ärgern wollen. Ich will das gar nicht zu hoch hängen, das hat jetzt nichts mit Schalke gegen Dortmund zu tun oder so, gar nicht. Aber auf unserem, in unserem Bereich hier oder so ist das schon eine reizvolle Aufgabe. Und dann, dass dann alle so ein bisschen mehr oder ein bisschen überpacen, sag ich mal so, das macht dann schon richtig Spaß. Ich habe ja gemischte Erinnerungen, sag ich mal, an die Spiele gegen Viktoria. Da fällt mir als erstes eigentlich ein, wie ich ja auch als Torjäger da mal aktiv wurde. Ich kann mich an beide sehr gut erinnern. Das liegt aber eher daran, dass ich sonst nicht so viele Tore mache. Nach 0-2, dann noch 4-2 gewonnen und dass ich dann das 3-2 mache, ja, ich glaube, das fand ich schon besser. Das war schon ganz cool. Ganz direkt gefragt, was erwartest du für ein Spiel da am 28. Mai? Ja, auf jeden Fall ein spannendes. Ich glaube auch, dass das ein enges wird. Und wenn ich das jetzt in Prozent irgendwie ausdrücken sollte oder so, ist das schon so ein 50-50. Wenn der Viktoria die Frage stellt, sagen die wahrscheinlich, dass wir der Favorit sind, weil wir in der höheren Liga spielen. Das höre ich auch eigentlich auch ganz gerne, wenn die das so zugeben, weil das würden sie auch nur zähneknirschend irgendwie ertragen. Ich habe auch diese Saison ein paar Spiele von Viktoria gesehen, dass die richtig Qualität haben. Wir aber auch, und deswegen komme ich da so zum Schluss, dass es 50-50 ist und einen richtigen Favoriten oder so gibt es eigentlich nicht. Was ist denn die gefährlichste Waffe von der Viktoria? Also wenn ich das so an einem Spieler festmache, glaube ich schon, dass der Mike Wunderlich da eine extra Qualität noch hat. Ich glaube schon, dass der eine richtige Qualität hat und einen Unterschied ausmachen kann, aber da gibt es sicherlich auch noch ein paar andere Spieler, ja, gerade in der Offensive, die da richtig, richtig gut dabei sind und da müssen wir ein Mittel finden. Das Einzige, glaube ich, ja, was ich als Verein oder Mannschaft bitter, was uns da bitter aufgestoßen ist, war das Pokal aus letztes Jahr. Da haben wir uns dann nicht richtig so präsentiert, wie so ein richtiger Pokalfall halt gehört. Da waren wir auch nicht so bewaffnet, wie wir das gerne wollten, wenn man das so im Fußball sagen kann. Ich glaube schon, dass einfach wichtig ist, dass wir uns darauf besinnen, was uns stark macht. Und das ist ja zum Beispiel am Torverhältnis die Saison sehr leicht ablesbar. In so einem Finale kommt es meistens darauf an, wer das erste Tor schießt. Und da müssen wir halt ja, zeigen, dass wir auch zu Null spielen können. Das ist ja nicht so, dass wir es noch nicht gemacht haben oder so, aber wir müssen es einfach dann, wir müssen dann einfach liefern. Und ich finde, dann ist so ein Finale ein ganz guter Zeitpunkt dafür.